Hallo und herzlich willkommen zu nächsten Folge. Ich habe mega Lust immer noch aufzunehmen, das ist krass. So, heute noch die Bugs zu produzieren, fertig. Natürlich keine neuen Rekorde, wir haben ja nur ein großes Spiel und keinen AAA-Titel entwickelt. Aber die Bewertung interessiert mich jetzt natürlich schon. Mal gucken. Oh ja, eine 10 muss man haben. Und da kommt eine 9, eines der besten, sagt Informed Gamer. Ein Meisterwerk, sagt Game Hero. Und noch eine 10, jeder liebt es, sagt All Games. Mal wieder einen tollen Titel gebracht. Gucken, wie viel Kohle der uns einbringt. Am ersten Tag direkt mal über 2 Millionen. Boah. Schön, schön. Wirklich wunderschön. Und er geht am nächsten Tag noch höher. Ja. Herzlich willkommen, neue Konsole. Konsole entwickeln, Qualität. Boah. Das hatten wir ja schon. Warte, ich hätte die dann nicht Gronkh genannt, ne? Dann kommt jetzt die Gronkh raus. Weiter. Die Gronkh unterstützt natürlich nur die beste Grafik. Außerdem eine erweiterte Physik. So, und die kriegen natürlich wieder Kohle ohne Ende im Monat. Toll, haben wir wieder ja, wirklich einen schönen Titel entwickelt. Ja, die freuen sich alle darüber, dass wir den Titel entwickelt haben. 8 Millionen verkaufte Einheiten, alles oder nichts. Kann ich eigentlich, das würde ich mal gerade ausprobieren, ein neues Spiel entwickeln? Groß MMO, ja, das passt. Und zwar jetzt nochmal versuchen mit Xenos. Thema wählen, das hatten wir ja schon so oft, Fantasy... Rollenspiel für die Gridbox, den PC und die Mbox Next. Schon okay. Mit der neuen Engine Xenos. Einfach nur Xenos pur MMO. Klappt schon. So. Das muss jetzt mal was Neues werden. Mal gucken. Lol, das ist jetzt automatisch ein AA-Titel geworden. Das wäre jetzt cool. Guck mal, jetzt gehen schon wieder die Zahlen hoch. Story Quest. Gameplay. Damische Quest packe ich jetzt mal rein, ganz vorsichtig. Und macht nur noch lineare Erzählungen rein. Mal gucken, ob das was fehlt oder ob das jetzt total abstinkt. Ich versuche das mal ganz vorsichtig. Ach man, dieser Swing der Musik, der reißt mich wieder mit. Wir machen mal erweiterte Physik und machen dafür den Mod-Support, die Videowiedergabe. Oh, das passt nicht, schon gut. Späte Spielstände sind schon wichtig, Mehrspielermodus sollte... Plus eine grundlegende Physik, Mod-Support... jetzt nicht mehr rein, ist nicht so schlimm. Erfolge lassen wir mal raus. Mick. Marketing. Große Kampagne. Das könnte ja wieder mal... Das könnte jetzt endlich mal was werden. Ich hoffe es einfach. Ich verteile mal wieder ordentlich Punkte. Dialoge hoch, Level Design mittig. Machen nochmal Synchronsprecher rein. Einfache Körpersprache will er schon nicht mehr. Level Design... Selbstlernende KI lassen wir mal raus. KI-Gefährten machen wir aber doch rein. So, und das tauschen wir jetzt auch aus. Ah ne, doch, schon gut. Sipmeier macht das da. Und Mick macht das hier. Ne, das macht er schon ruhig. Das geht ja alles noch. Level Design Aiden. Ja, läuft. Ich habe
vielleicht nur Angst wegen der Grafik, weil ein Rollenspiel hat ja jetzt nicht, setzt ja nicht so den maximalen Wert auf Grafik. Mal gucken. Die Gronkh wird auch relativ langsam entwickelt diesmal. Alles, was nicht so vom Markt genommen ist, wurden 14 Millionen Einheiten verkauft. Wahnsinn. Spielwelt, Grafik, Sound. So, 70% der Grafik reicht. Sound, das geht auch noch. Open World, realistisches Wetter, passt. So. Stopp. So. Dann tauschen wir aus. Mach ich den Sound lieber? Nee, ich mach. Der hier macht den Sound. Der macht die Grafik. So, okay. Boost. 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 Boost, Boost. Gucken, wie das dann für ein MMO aussehen wird, das Ganze. Ich habe das noch nie versucht, so. Ist auch nochmal geboostet. Holla, die Waldfee, das ist schon krass, ey. Ich bin schon im 52. Jahr. Aha. Boosten. Bringt das jetzt noch was zu boosten? Ne, bringt offensichtlich nichts mehr, außer Bugpunkte. Mach den Bug da weg, dankeschön. Tschüss. Spiel rausgeknallt. Was sie zu diesem MMO sagen. Wertung mal, ich halte mir mal die Augen zu. Oh ne, das geht ja. 10, fantastisch, sagt Stargames. 10, jeder liebt es, sagt Infant Gamer. 10, wirklich großartig. Und eine 9, nach Mann. Eins der besten, sagt All Games. Was kriege ich mir eigentlich auf? Starke Zielgruppe Kinder. So, die Verkaufszahlen 500.000 am ersten Tag. So, fast 1 Million am nächsten Tag. Ja, es geht ja einigermaßen alles, ne? So, ich glaube, das wird dann auch schon die letzte Folge sein, in der wir die Gridbox am Start haben. Ich werde jetzt nämlich die Folge so lange machen, bis wir die Gronkh draußen haben. Ich noch was anderes erforschen mittlerweile? Nee, Projekt nicht abbrechen. Moment. So, was können wir noch hier erforschen? Du kannst erstmal einen Spielebericht erstellen, du auch. Also, jetzt forschen wir mal ein bisschen. Themen können wir noch erforschen, natürlich. Geschichte erforschen wir. Wir erforschen. Diese ganzen neuen Themen. Film erforschen wir. Wir erforschen. Mode. Können wir die ganzen kleinen Mädels über den Tisch ziehen mit einem Mode-MMO. Dann erforschen wir noch Game Dev und dann haben wir erstmal schon mal unsere ganzen Mitarbeiter in der Forschung beschäftigt. Irgendwie wird das sehr wenig gespielt, das MMO. Das wird zwar gut verkauft, aber das ist ja komisch. Eigenartig. Ich überlege jetzt gerade, ob ich doch nochmal einen AAA-Titel versuchen soll. Oder ob ich mich daran. Forschung, Software Development Kit. Gucken, ob uns das vielleicht helfen wird. Schickt die jetzt gleich alle in Urlaub. Muss man das in eine neue Engine einarbeiten oder.
in Urlaub schicken, in Urlaub schicken, in den Urlaub schicken, in den Urlaub schicken, in den Urlaub schicken und natürlich in den Urlaub schicken. Guck mal, gerade gibt es hier etwas Soft. Ja, Tatsache. Ich will jetzt noch keine neue Engine erstellen, das ergibt für mich noch nicht so viel Sinn. Stattdessen, wie viel hat der jetzt eigentlich an Punkten? Nicht Forschung, trainieren. Trainieren! Boost der Forschung. Trainieren. Er kann nicht mehr Boost-Stufe 3. Egal, machen wir jetzt erstmal mit unserem Charakter normal Boost-Stufe. Xenos wird schon 13 Millionen mal verkauft, aber immer noch ziemlich wenig Spielzahlen, fällt mir so auf. Komisch. Ja, wir kündigen die mal an. Mal gucken. Und dann, sobald die raus ist, entwickeln wir noch schnell ein neues Spiel. Das machen wir auch noch in der Folge. Ja, ich warte. Wir können noch mal kurz hier forschen. Thema Weltraum. Forschen, Thema Sport. Ah, Sport. Machen wir gleich mal ein Sportspiel. Forschen, Thema Romantik. Bei Romantik muss ich mich immer an eine Szene von Simpsons erinnern. Flugzeuge machen wir auch mal. Ja, ein Flugzeugspiel machen wir erstmal gleich. Und zwar sind Homer und Marge dann aber alleine im Urlaub. Und dann reden die miteinander, wie schön es doch ist ohne die Kinder. Und dann sagt Homer, ja, und heute Abend können wir romantisch bumsen. Die habe ich so gefeiert, die Szene. Das war ernsthaft witzig. Wie viel will die Konsole eigentlich haben? Okay, wir warten immer noch ein bisschen. Dauert noch. Mal gucken, ob die Fans schon heiß werden auf unser geiles Schnittchen Gronkh. Bei dem Labor nochmal ein neues Projekt überstellen. Eigene Spielemesse, das ist ja lame. Warum kriegt ihr eigentlich so viel Kohle? Ihr könnt mich mal. Ihr verdient schon genug. Ich brauche euch jetzt gerade gar nicht, um genau zu sein. Jetzt ausreden, wo ich jetzt mal wieder ein bisschen Geld habe. Also ich habe jetzt gelernt, wie ich brauche keine AAA-Titel machen. Das funktioniert einfach nicht. Dann braucht man zu große Anforderungen. So, da ist die Konsole raus. Die scheint die Grenzen der Technologie wirklich auszuschöpfen. Das ist eine der modernsten Konsole, die jemals sind. Sauber! Jetzt können wir endlich mal. Ersten Test sollten eine für Abnutzungsqualität ausgezeichnet ist wahrscheinlich. Ja! Yeah! Boom, chakalaka, chaka, boom, 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 boom. Großen Messestand und direkt mal. Jetzt machen wir doch einmal einen AAA-Titel. Add-on zu Xenos. Komm, machen wir direkt hinterher. Diesmal in AAA. Einfach, das nehmen wir jetzt einfach Xenos 2. Xenos 2 Fantasy MMO Gridbox. Nee, nicht Gridbox. Hey, wo ist denn jetzt unsere Konsole? Ach, da oben, die Gronkh. Also die erste darf ich tatsächlich nicht verändern. Selbst kacke, dass ich die Lead-Plattform nicht verändern kann. Naja, egal. Muss schon irgendwie gehen. So, die wird jetzt endlich mal ganz gut verkauft hier. 1 Million in 3 Tagen. Also das ist übrigens auch der Umsatz von Gronkh pro Woche, versteht sich. Jetzt sehen wir mal ein bisschen an den Schrauben. Und können jetzt endlich mal wieder alles reinpacken, was wir haben wollen. Umfassende Erzählung machen wir lieber interaktive Erzählung. Inklusive fortgeschrittene Zwischensequenzen können wir ruhig ein bisschen uns überarbeiten, erweitern. Erweiterte Physik. Da können wir aber die grundlegende rausmachen. Und dann hauen wir noch eine Sache rein. Wie wäre es denn mal mit. Machen wir Mod Support.
hier bei Gameplay machen wir mal Fähigkeitenbäume wieder mit rein. Haben wir noch Erfolge? Ja, können wir tatsächlich noch. Oder wenn wir die Erfolge weglassen, können wir dann vielleicht kooperative spielen? Nee, das geht nicht. Ja, dieses kooperative Spielen, das regt mich schon wirklich auf. Will ich das wirklich so haben, wie es jetzt ist? Ich will es so haben, wie es jetzt ist. Nur, dass ich will, dass er die Engine macht. Weil ich ihn sonst am Ende immer nicht brauche, weil er sowieso nervig ist. Gucken, wie das Spiel noch ankommt. Da freue ich mich, also die Erweiterung, da freue ich mich tatsächlich ziemlich drauf. Ich hoffe, die wird jetzt gut, aber jetzt ist natürlich, ja, wird wahrscheinlich wieder nicht so gut laufen, weil ich das jetzt als AAA-Titel gemacht habe. Liebes Hardware-Labor, ihr dürft schon mal ein Projekt starten, und zwar zur eigenen Hardware für Xenos 2. So, jetzt habe ich von 21 Uhr habe ich angefangen, jetzt habe ich schon 2,5 Stunden gespielt. Das ist echt hart als Let's Play. Ja, wir machen eine Presseanfrage. Ja, habe ich natürlich mehr Story und Quest. Versteht sich doch. Mein Gott, ist doch nicht so schwer zu verstehen. Shit, falsches. Nancy kriegt auch noch Boost. Ich brauche nämlich dringend Designpunkte dafür. Du machst auch einen Boost schnell noch. Ja. Wir müssen nämlich Story und Quest für dich noch ziemlich betonen. Dialoge. KI. Selbstlernende KI. So, die Gefährten mal raus aus dem Spiel. Minispiele und keine Ladebildschirme. Lassen wir die Minispiele weg. Die machen wir realistische Körpersprache. Prominente Synchronsprecher. Und da haben wir es auch schon. Genau, das passt alles super. Ich würde ihn jetzt aber gerne hier für das Level-Design einbinden. Dann kann ich ihn nachher den Aiden noch gleich verwenden. Zweite Entwicklungsphase, Dialoge. Du warst doch ein Design-Experte, super. Das heißt, du kommst hier wieder zum Einsatz. Warum kaufen eigentlich so wenig die Kronk-Konsole? Die ist doch so mega gut. Eigenartig. Aber immerhin wird hier ordentlich an Punkten gesammelt. Das tut mir sehr gefallen. Das ist mir ein bisschen zu viel Technologie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch gar keine Marketingkampagne gemacht. Das Spiel läuft quasi von ganz alleine. Machen wir nochmal eine große Marketingkampagne dazu. Schicken den nochmal in Urlaub hier. Das Freundchen. Ja, wir haben das ja alles schon entwickelt. Dann machen wir die mal wieder auf 1 Million runter. Oh, wie schrecklich. Ich habe noch 1 Million Budget. Du darfst auch mal kurz in Urlaub. Du auch. Dann warten wir nochmal kurz diese Pause ab und nutzen die, um unsere Leute zu regenerieren. So, Spielweltdesign natürlich ganz oben, Grafik. So, was können wir jetzt hier alles reinbauen? Alles, bitte alles. Machen wir die 91, machen wir einen runter. Das muss jetzt klappen, das muss einfach ausreichen. So. Der ist jetzt
hier auch verantwortlich. Du machst das. Und wer macht jetzt den Sound? Nancy funktioniert? Nee, es funktioniert nicht so gut. Du machst den Sound. Wir haben beide 64, ist ja langweilig. Egal, so, es klappt schon so. Jetzt ist das Wichtigste, Boost, 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 Boost und Boost. Jetzt programmiert doch bitte, warum programmieren die nur nicht? Komisch. Sie programmieren einfach nicht, warum programmieren sie denn einfach nicht? Alter, die programmieren einfach nicht. Ah, jetzt geht's los weiter, super. Das, der Boost habe ich leider verschwendet. So, jetzt warten wir ab. Das Spiel, das ist ja wieder... Ah, das hat wenigstens neue Rekorde. Auch was Bugs. Ach, schon wieder diese scheiß Action-Spiele. Warum habe ich hier kein Action-RPG? Das wäre doch auch mal was. Boah, die Folge ist schon richtig lang. Aber ich nehme noch einen großen Messestand mit. Das ist auch super. Dann werden wir nochmal gehypt. Ich hoffe, wir werden nicht überhyped dann. Jetzt haben wir endlich mal wieder Kohle. So, einmal die Messe besuchen. Sehr schön. Platz 1. Boost, 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 Boost. Wie viel bringt eigentlich Boost? Ich weiß es gar nicht. 900 Hype. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also wir haben uns in den letzten Folgen noch um einiges weiterentwickelt, muss ich sagen. Krieg ich wohl noch 6 Designpunkte, Technologiepunkte? Ach, kriege ich. So, und dann bringen wir das Spiel raus. So, ich hoffe, das ist jetzt endlich den Leuten mal ja, auf einem gewissen Level angekommen. Spielbewertungen sind da. Ja, endlich mal ein AAA-Titel. Der es bringt. 8, komm, eine 9. Na, egal. Komm, jetzt eine 9. Ja, auch eine 8. Ja, egal, ich bin damit voll zufrieden. Und jetzt erwarte ich mal, was dabei rauskommt. Hui. Sehr schön, das über 30 Millionen. Das pusht das Ganze doch enorm. Ja, und ich denke mal, damit sind wir jetzt für heute durch. Wir haben wieder ordentlich an Kohle. Boah, 50 GB hat die Folge. Ja, wir sehen uns dann, es gibt keine starken Trends, mal gucken, ob das jetzt noch höher geht. Das will ich noch kurz sehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Game Dev Tycoon. Ich bin's, euer Johnny, ich war's, euer Johnny und ich werde es auch immer bleiben. Boah, wie viele Forschungspunkte, das braucht ja kein Schwein. Ja, tschüss.